BMWi steht immer für Pioniergeist. Und BMWi muss auch immer weiter und jenseits des Erwarteten sein. Mit dem eNext Vision haben wir ganz bewusst versucht, mit gewissen Dogmen zu brechen, um eine neue Interpretation von Automobilbau zu zeigen. Nämlich eine sehr menschliche. I was born in Mexico City and my dad had a ranch. So every time we had a chance, we went there riding horses. I left Mexico when I was 23 years old and I studied in Detroit, then I went to Austria, Italy, Los Angeles, and now Munich. Actually, I don't have a physical favorite place, but I do have a favorite feeling, and I have that feeling when I ride a horse. This really transports me to my childhood, to my home, my family, and it also reminds me who I am. For me, colors are almost like everything. My favorite space is definitely somewhere at the beach. This gives me completely fulfillment. And especially if I'm then there with my friends, it feels as if I'm free, as if I'm released from everything. And I get a lot of new inspiration. I always get good ideas at the beach. I really love it. As a child, I was building things from my own ideas. I started with like small boxes. It's developed to more and more advanced things, to houses, airplanes. When I get into this flow or the feeling of building, creating something, I could really disappear. And I think maybe this was a feeling thereafter starting to look for, you know, having this feeling of I did something from nothing to finish. Kreativität ist sehr kräftezehrend, weil man sehr viel Persönliches von sich gibt. Und dafür braucht man Inspiration und Energie. Und diese Energie, die bekomme ich, indem ich an Orte wie diesen komme und auflade und mich glücklich schätzen kann, überhaupt am Leben zu sein in so einer schönen Welt. Ein autonom fahrendes Auto bietet völlig neue Möglichkeiten. Es geht nämlich darum, Lebenszeit zu gewinnen. Dafür haben wir eine neue Art der Bedienung und des Wohlfühlens, des Genusses im Fahrzeug kreiert. We try to make it as if it was your living room and make sure that the passengers are really comfortable. Every object in the car are designed as a single furniture. It should be inviting to start conversations and a lot of things that you have to discover. Maybe you have to look a second or even a third time before you see it yourself. Yeah, it was of course amazing to work on a project where you are so free. You see colors that are normally really not being used in the automotive industry. We wanted to achieve a very warm and cozy concept that immediately invites you to sit in it and to feel completely relaxed. So we came up with an idea of to use this very nice nude color in combination with this warm green turquoise, a little bit like an aqua kind of color. And then we tried to find materials that were fitting this. They needed to be modern, so we have like a microfiber and we combined it with a jacquard. And a jacquard is a very nice traditional old technology. And this very interesting combination of something from the past, but also things in the new world, that we combined create this tension between the materials. The car is a highly emotional car, but it was achieved with a lot of simplicity. Every single line supposed to be there. It has to be there. There is no decorative lines at all.
Das Vision Eye Next macht es auf eine ganz neue und besondere Art, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine auf ein ganz neues Niveau zu heben. Wir haben hier eine Technologie, Sci-Tech, wie wir es nennen, in der Hightech nur sichtbar wird, wenn man es benötigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Musik hören möchte, reicht es schon, eine Note auf den Jacquard-Stoff zu zeichnen, damit das Auto erkennt, ich möchte Musik hören. Die Art dieser Eingabe ist eine ganz spannende Kombination zwischen einer hochmodernen Technologie und auf der anderen Seite eine sehr magische, antitechnische Art, eine Eingabe zu machen. Die Frage ist natürlich, wieso wir bei BMW glauben, die Zukunft besser vorhersehen zu können. Ehrlich gesagt, können wir es gar nicht. Aber alle Mitarbeiter vereint eine große Leidenschaft für BMW, aber auch für Mobilität. BMW hat sich schon seinem 100-jährigen Bestehen immer wieder neu erfinden müssen. Der Vision E-Next macht das heute, indem wir eine Komponente in ein Fahrzeug bringen, die man so vor allem nicht von BMW erwartet, aber auch in der Autoindustrie noch nicht von dieser Seite betrachtet wurde.